herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Die haben gerade die Holzkohle abgeholt. Da muss ich gleich mal den Neumann anschreiben oder anrufen. Wie geht denn das jetzt? Volker Varuna, hallo? Hey Volker Diesel hier, ich wollte nochmal nachfragen, wie viel du für die Paletten kriegst. Ich dachte, da soll ich mich beim Neumann melden. Hätte den jetzt gleich angerufen. Achso, ja, weil ich bin gerade sowieso nochmal mit denen am Quatschen darum. Moment, ich guck mal. Ja, reichen wir mal gerade weiter, wenn das geht. Ja, ich geb den hier weiter. Warte eben. Jo. Da ist er. Neumann hier? Jo. Ich hab mir da Gedanken gemacht. Ich hau ja immer Steuer drauf und zieh dann wieder Steuer ab und das ist eigentlich völlig unnötig. Jo. Deshalb können wir eigentlich 1:1 berechnen, oder nicht? Also ohne Steuern. Ja, weil ob ich jetzt Steuern von dir krieg oder dann wieder zurückzahle. Wie geht denn der scheiß Einhänger zusammen hier? Das ist halt dann eigentlich egal. Ja, das ist tatsächlich. Dann wären es 13.600 für die Kohle. 13.600 für 8 Paletten? Jo. 1.700 ist der Preis. Ja, hatte ich so auch noch. Wer sich eigentlich darum kümmert, ist ja aktuell nicht da. Ja. Also wie viel jetzt? 13,6. Da. Danke dir. Und was kriegst du wegen Dings hier? Pflanzenschutz? Oder bist du noch nicht durch? Die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen. Ah, okay. Gut. Dachte, ihr wärt fertig. Gut, passt. Dann bis später. Bis später. Tschö. Tschö. Gut, dann gucke ich gerade mal, dass ich hier den Anhänger ein bisschen mit Gras voll mache und es zum Viehhändler bringe. Dann kommt noch ein bisschen Geld rein. Heu ist das sogar, okay. Was kriegt man denn von Heu beim Viehhändler? Für Heu. Wo ist es denn? Ja. 26 steigen. Ich glaube, das könnte sich sogar lohnen. Ein paar Tausend werden wir da schon zusammenkriegen, wenn wir da ein paar Fuhren verkaufen. Ach, das Ding hier fährt sogar 63. Ist ja interessant.
Hier. So rum. €800, naja. Immerhin. Ja, müssen wir uns merken, weil wir müssen ja natürlich auch dafür dann wieder Steuern zahlen. 17.000 haben wir ja so verdient ohne Steuern, weil das macht keinen Sinn. Ich knüpfe der Gemeinde Steuern ab. Aber Gewinn hätte ich noch abknüpfen können. Mist, habe ich vergessen. Wären nochmal 1.300 € gewesen. Naja, Pech gehabt. Da wollte ich es einfach haben und habe dabei auf meinen Gewinn verzichtet. Mist. Naja. Passiert. Naja, ich glaube, es geht halt... Ich kriege hier so wenig Geld jetzt gerade raus, weil in den Anhänger nicht so viel reingeht. Würden da jetzt 40.000, 50.000 reingehen? Würde da auch ein anderer Gewinn rumkommen? Aber so ist es halt jetzt mal. Die Gerste ist nämlich noch nicht so weit, dass man die verkaufen können. Bei 480 €. Da hätte ich gern ein bisschen mehr davon. Dafür. Aber der Heupreis, der ist eigentlich gerade in Ordnung. Deshalb verkaufen wir noch 2-3 Ladungen. Düngen müsste ich die Felder auch noch. Ich glaube, das mache ich dann morgen. €807. Oh, der Preis ist aber gut nochmal am Steigen. Bin ich ja fast am Überlegen, ob ich dann erst noch düngen soll, bevor ich weiter verkaufe. Was haben wir drin? 8 Ladungen. Ich glaube, 2 verkaufe ich noch.
5 Ladungen wären gut, weil die kann ich mir gut merken. Das ist jetzt die dritte schon mal. So, alles mehr oder weniger für das Finanzielle, dass wir uns dann die Metzgerei kaufen können. Oder aber, falls es nichts wird, dann werde ich tatsächlich die Fischzucht kaufen. Weil die Fischzucht, die braucht nichts. Sozusagen. So. Holen wir die vierte Ladung ab. Ist halt wichtig für den Steuerprüfer, ne? Deshalb muss ich schon gucken, dass ich dann 5x8, das sind auch 4000 Euro, die wir dann verdient haben. Eigentlich gar nicht so schlecht. Für das, dass es nur Heu ist. Für Gras wird man sogar gerade fast 30 Euro kriegen pro Tonne. Auch ein guter Deal eigentlich, aber haben wir gerade nicht. So, vierte Ladung. Ich weiß nicht, welcher Mod es ist, der dieses Zurücksetzen der Kamera aktiviert. Hilfe für Rückfahrkamera ausblenden. Keypad 0. So, Hilfe zum Rückfahrkamera anzeigen. So, ich mache jetzt mal so. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt so bleibt oder ob sich da wieder was tut. Ja, jetzt hat sich es gerade schon wieder resettet. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Einer der neuen Mods würde es sein. Entweder der Rückfahrkamera-Mod oder der Mod, der die Rundumsicht begrenzt. Einer von beiden. Gut, liebe Leute, aber das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich werde jetzt noch 2 Ladungen Heu verkaufen und ihr dürft gerne morgen wieder einschalten. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.